meine Freunde des Shawcross Tradings. Wow, Junge, seht ihr das? Shawcross, alle weg. 2000, 2000, 2000, 2000. Mach aus 1400 Coins. Ja, 5862 Coins. Das werden wir jetzt auch noch so ein bisschen weitermachen, weil das einfach nur unfassbar viel schon. Ja, und jetzt kommen halt die Leute aus den Löchern, ne, und holen ihre Shawcrosses für 2000 halt raus. Aber nicht schlimm. Irgendwann ist so eine Quelle halt auch mal versiegt, das darf man halt auch nicht vergessen, ne, dass man halt auch ganz viele, die kaufen dann irgendwann solche Sachen und lassen die dann halt 2 oder 3 Tage liegen. Auf gar keinen Fall, wenn ihr das macht, übertriebener Fail. Weil am Ende die nicht mehr los. Ja, und dann habt ihr ein unglaubliches Minus an Coins passiert auch. Das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Das wollen wir auch an der Stelle. Deswegen lasst mich noch mal so ein bisschen weitermachen hier. Voila! Jawohl, ey. Und auch der wieder, aber den müssen wir jetzt zum Beispiel für 2000 weggeben. Einfach aus dem Fakt, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn auf dem Transfermarkt 20 Objekte zur Verfügung stehen, ja? Und ich habe einen, der Non-Contracts hat, gerade am Anfang. Ja, dieser Non-Contract wird eher selten oder schlechter verkauft werden. So, jetzt haben wir wieder 1, 2, 3 Shawcrosses. Ich erwähne das gerne nochmal. Anfang haben wir mit 1400 Coins den ersten Shawcross gekauft. Und mit 1500, ja. Wir sind jetzt bei über 9000 Coins durch Shawcross.
Jawoll, ey. Funktioniert einfach zu göttlich heute Abend. Und solche Sachen müsst ihr dann halt einfach öfter versuchen zu finden, ja. Wie ich das mache, ich gucke halt einfach, gerade in den Bereichen, das vielleicht mal so ein bisschen zu erklären, wie funktioniert das am besten. Da, wo sehr wenig Spieler Rotation haben, ja, also wo ich mit sehr wenigen Spielern in der gleichen, sag ich mal, Kategorie. Das heißt, wo die Coins extrem eng sind, ja, und es ganz wenig Spieler dazwischen gibt. Ihr seht das jetzt hier, ja, hier gibt es welche für 2000. Nein, den hätten wir kaufen können. Oh, den kriegen wir trotzdem noch. Oh Gott. That was luck. Er ist auf die Kandidatenliste gesetzt bei mir selber aus Versehen. Ja, und dann hingegangen. Wir wollen uns ja so ein bisschen was traden. Ein paar coole andere Spieler kriegen, ne? So, gucken wir mal. So, der eine hat sich schon wieder verkauft. Alle haben sich schon wieder verkauft. Luke Shaw hat sich verkauft. So, Leute. 18.620. Das mache ich jetzt noch eine Viertelstunde lang so. Ja. Und zeig euch mal, wie viel Coins man dann am Ende haben kann. Oh, fuck. Es wird schon schwierig, wieder einen mit 2000 zu kriegen. So, und das ist auch wichtig, ja. Preis, wow, für 2,1 gibt es auch keinen. Wow. Jetzt hätte ich einen für 1900 geholt, einfach weil man sieht, da war jemand genau an der gleichen Stelle wie ich. Ja, der hat einfach gesagt, ich treibe den Preis hoch, dass wir jetzt auf 2,3 irgendwo stehen. Das würde ich aber nie machen. Also, ich zum Beispiel würde jetzt gerade am Anfang nicht hingehen, und die jetzt für 2000 oder so kaufen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand kommt und den Markt wieder, sag ich mal, flutet mit seinen, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, ja. Und das führt dann halt einfach dazu, dass man im Nachgang auch wieder viele Verluste auch, sag ich mal, machen kann, ja. Gerade wenn man zu viele dann davon geholt hat und sich dann damit eindecken wollte, den haben wir jetzt leider nicht gekriegt. Das ist halt leider an der einen oder anderen Stelle so, ne? Das muss man halt auch dazu sagen. So, gehen wieder rein. Like you, and I took an arrow in the knee. I took an arrow in the knee. I used to be an adventurer. Und das ist auch nicht schlecht, wenn die mitwachsen, ja, es ist einfach nur wichtig, dass ihr die Range im Auge behaltet, also in welcher sich so ein Spieler auch bewegen kann. Nicht, dass ihr, wie gesagt, viel zu viel dafür bezahlt, das ist das, was euch nicht passieren darf bei sowas. Weil irgendwann kriegen die Leute das natürlich auch so ein bisschen spitz, inwiefern da die Preise okay sind oder eben auch nicht. 2000 für 2,2 abzugeben. So, jetzt. Zack, auch wieder gesniped. So, das sind wieder 300 Coins Profit.
schon wieder ein 1500er Gesnipe. Geil. Ja, das gibt jetzt natürlich immer richtig Profit, wenn man die jetzt auf 2-3 hochstellen kann. Man hat halt, wie gesagt, so ein bisschen die Möglichkeit, da mit den Coins auch ein bisschen zu spielen. Ja, ihr seht das, mit 2000 kommt nur der. So, jetzt haben wir 2100, die sind aber auch schon alle weg. Und auch den haben wir schon wieder gekriegt. Also ihr seht, ne, das funktioniert so sehr gut. Und jetzt müssen wir mal so ein bisschen aufpassen. Wir müssen natürlich denen das Futter auch unten immer wegkaufen. Ja, das darf man halt auch nicht. Ich gehe jetzt mal wieder. Bring den 2-3. Aber wir müssen den unten drunter das Futter natürlich wegkaufen. Weil wenn das passiert, dass die sehen, okay, die Preise droppen wieder so ein bisschen. Dann bekommt man natürlich Problem, ja, aber alle weg. Egal wer mich shadet, komm und lutsch meine Eier. Mein Kopf ist kaputt und nix weiter. Ich bin wie ein Brand in einem Tierheim. Ich setz die Pussys on fire. Deine Frau nackt vor meinem Haus. Was macht der Busch in der Einfahrt? Was aus diesem Text wird, ein Rap oder Gedicht? Meine Mama hat Weiber auf dem Handy, ich nicht. Egal, denn ich bin Künstler und Flow Akrobat. Einfach so, als wären meine Tracks Mozart-Sonaten. Hab Angst, dass ich vom Battle-Ding doch niemals wegkomme. Der so, ich lasse es mal so ein bisschen stehen. Ich melde mich wieder, wenn alles durch ist. Ich spiele Frisbee mit der Pex, weil er zum Wegwerfen. Das sollte mal gewesen sein zur Trading-Folge von JP Trading. Das Shawcross-Trading würde ich es heute, wie gesagt, nennen. Und ja, haut da rein. Ihr seht dann die Coins am Ende.